Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Sword Art Online, Last Song. Ja, wir sind in der letzten Folge in einen neuen Dungeon geraten und hatten einen Skorpion-Boss als Gegner. Sehr innovativ, kann man nicht anders sagen. Besser gesagt geradlinig, aber okay. Hier, was macht man da? Ist das direkt der Boss-Gegner oder was? Die Tür öffnet sich. Nimmst du dein Schwert hervor? Bist du dämlich? Tschüssi! Ey, ich habe einfach nur einen getroffen. Dabei standen irgendwie wie viel drumrum? Ah, Mann. Ist das wieder mal köstlich? Ja, ich habe keine Folgen mehr, deswegen werde ich wieder 3 Folgen am Stück hintereinander aufnehmen, dann sollte es wieder ein wenig reichen. Ne? Ich glaube kaum, meine Freunde. Ich nehme euch beide auseinander. Sorry. Sehr korrekt. Ja, vielleicht hört ihr es, draußen wird ziemlich rumgeballert. Hier ist ein Mechanismus, den wir jetzt aktiviert haben. Ist auch ganz in Ordnung. Hier hat es einfach eine Truhe, die allein gelassen wurde. Die nehmen wir natürlich auch mit. Warum denn auch nicht? Sonst fühlt sie sich noch länger alleine. Da kommt noch so ein Pisskopf, der nichts drauf hat. Dort gehen wir jetzt mal hin. Mir egal, kämpfen wir. Ja, legen wir los. Es ging lange genug nicht zur Sache. Der Boss gefällt mir, wenn er jetzt noch einigermaßen gute Kampfmoves hat. Was? Bei schwachen Bossfights habe ich sowas gegen. Ja gut, aber Damage schaltet er aus, meine Gute. Ne? Zumindest haben wir seine Soldatencrew auseinandergenommen. So. Cool. Au. Dumme Kuh. Oder was ich gesagt. Dummes Skelett-Dingens, Bumsens. Mann, ich hau dich so in die nächste Tonne. War schon die Hälfte des Lebens ist weg. Okay. Das finde ich ja sehr korrekt. Yes, Mann, wir haben ihn erledigt. Ja. Zum Glück sind wir schon zu stark, deswegen upgrade ich allerdings nicht. Nicht wirklich. Ich hoffe, es ist etwas, was für mich ist. Will ich ja, aber ihr stört gerade. So. Noch ein Schlüssel hier. Schon wieder der gleiche Satz. Ja, das ist mal was Neues. Denke ich mir eben auch, du hast das Stück von Mardol. Okay. Und hier ein Handschwert. Okay. Dann können wir hier wieder raus. Sehr korrekt. Oh, was will denn der hier? Geh weg hier. Tüdlö. Geh in die nächste Tonne liegen. Hier kommen wieder solche Pappnasen, die einfach nichts drauf haben. Tja, scheiße, ne? Tüdlö. Wir sind auf dem Nachhauseweg. Ne? Nice work. Wo möchten wir jetzt hin? Ich weiß, wo wir noch hin müssen, aber möchte ich eigentlich noch nicht. ちょっとここで待っててくれ。わけは後で説明するから。頼む。え？キートくん？お兄ちゃんどうしたの？やっぱりつけられてる。全力で移動すれば捕らえられないまでも姿くらいは視界に収められるはずだ。いない。クソ、ダメだったか。
ったく。ALO を始めたばかりの頃は、私が羽の使い方から教えてあげてたのに、あっという間に随意飛行を覚えちゃうわ。普通の人なら怖がるスピードだって平気で出しちゃうわ。ああ、これでもスピードには結構自信があったんだけどな。キリト君、やっぱりつけられてたの？ああ、見事なまでのハイドだ。そいつの姿は見れた？いや、ダメだった。でも、もういいよ。放置するの？誰かに見張られてるなんて、なんだか気味が悪いよ。蹴取られたことを向こうも気づいたはず。警戒するだろうから、これ、それに、こういうプレイヤー同士の馬鹿し合いだって、ゲームならではさ。キリト君、こんなことまで面白がってる。ああ。さあ、気を取り直して、クエスト再開しようぜ。さすが、聞いてた以上の達人っぷりね。でももう少し様子を見させてもらおうっと。Sehr coole Animation, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich ja noch an eine andere Stelle, aber an die zwei Stellen hier. Einmal die ganz links beiden, die haben wir noch nicht abgeklappert. Wir waren nur ganz unten und dann ganz oben und jetzt noch der da dort hinten, ne? Mal schauen, was wir dort noch jetzt zu Gesicht bekommen. Denn ich möchte schon nichts auslassen aus keiner Region. Selbst wenn wir ja was machen, was vielleicht uns nicht wirklich was bringt, ne? Aber ich denke, es bringt schon was. Zumindest Kohle bringt es uns. Aber zunächst mal Helmwiges Höhle. Interessant. Aber auf jeden Fall dargestellt. Kommt man hier hoch? Nö, so nicht. Da müssen wir wieder was anmachen. Kein Thema. Machen wir doch glatt. Was ist denn hier kaputt? Sollen wir wirklich gegen euch Pappnasen kämpfen? Also irgendwie widerstrebt es mir. Warum? Du hast jetzt gerade alle erledigt. Ich meine, du bist stärker als die. Kommen wir nicht hier hoch? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie kommen wir nicht da hoch. Nö. Wer ist die, kommt dort hoch? Was ist denn du für Jump Skills, meine Dame? Muss ich mich ausziehen oder was? Ah, nö. Jetzt will's gehen. Dankeschön, ich wollte gerade sagen. Was braucht man denn dort für Jump Skills? Sorry, zwei von vier sind schon erledigt. Drei von vier und. Oh, ich habe schon Level 163 erreicht. Hm, 63 Level habe ich schon hinter mir. Ziemlich korrekte Kacke. Was ist denn hier kaputt? Sorry. Ich nehme euch nur mit, weil es Level geben könnte. Und was ist denn hier kaputt? Ah, hier kommt man runter, ne? Ne, ne, nicht runtergehen. Ist fail, hier runter zu gehen. Aber eine Abkürzung für später. Ja, jetzt noch hier durch. Was ist hier? Schief gelaufen? Nö, da möchte ich nicht hin. Dann gehe ich direkt hier hin. Die Tür ist versperrt. Was heißt das für uns? Wir müssen noch hier lang. Da war aber nichts, soweit ich gesehen habe. Schade, schade. Aber wir müssen da lang.
Da führt kein Weg dran vorbei. Hier runter. Ja, da sagte ich doch, Wiegenschlüssel. Ohne den kämen wir hier nicht weg. Und wie lasse ich jetzt das an? Was? Komme ich hier so hoch? Nö. Warte mal. Nö, nö. Irgendwas muss ich hier noch betätigen. Ah. Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss das ja gehen. Du hast dies benutzt, Wiegenschlüssel. Ja. Auf jeden Fall kämpfen wir. Ja, kein Thema. Ja, nö, nicht schon wieder. Also das ist ziemlich unkreativ. Ja, ziemlich. Sorry, aber sowas nenne ich nicht Boss. Nur noch die Hälfte des Lebens. Was? Schon fast erledigt und nö, das war ja lächerlich. Ich glaube, da hätte man ganz zu Anfang rein sollen, wo man hier ankam. Ich glaube, wir haben die in der umgekehrten Reihenfolge gebasht. Naja, egal, komm, ich möchte durch. Ja, ist kein Thema, ich möchte einfach hier durch. Ton und... Was ist da drinne? Du hältst das Stück von Horn. Okay. Ja, das ist wie das gleiche. Wie das gleiche, nur jetzt von niemandem anders. Ja, super, noch ein Schlüssel. アイテムの形が変わった。これって鍵だよね。またどこかのダンジョンで使うのかな。その大きい鍵で入れるダンジョンって結構強そうな敵がいそうだよね。今までゲットした鍵と違うもんね。一度街に戻って準備を整えた方がいいかもしれないわ。そうだな。一度戻ろう。Sehr gute Idee. Du hältst Ortsschlüssel. Okay. Sehr interesting. みんなもそれぞれ準備があると思うから、一旦解散しようか。ログアウトしてやることがあるから、明日集合でも大丈夫かしら。俺も片付けたい用事があるんだ。俺っちは賛成だ。攻略情報を整理したいしな。じゃあ、一旦解散。明日はやでやで。 Deine Gruppe besteht jetzt aus Kirito, Asuna und Leafa. Für eine kurze Weile wirst du keine anderen Charaktere benutzen können. Okay. Kirito-kun、リーファちゃんね。三人か。酒場のクエストくらいならできそうだけど、もう一度砂漠フィールドの探索に出るのもいいな。お兄ちゃん、本当にゲーム大好きだよね。 Jetzt müssen wir einfach wieder nur in der Wüste rumdaddeln, oder wie? Okay. Wenn die meinen, dann machen wir das mal. Gehen wir wieder in die Wüste. Wozu sind wir dann in die Stadt gegangen? Oh Mann. Oh, endlich. お兄ちゃん、助けようよ。あれは。キリト君、何をぼーっとしてるの？早く助けないと。このままだとあの子のHP尽きちゃうよ。あ、すまん。よし。おお。Halali! Neuer Boss gegen einfach mal so. Das ist ja mal heftig. Und neue Viecher. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist das interesting, ey. Halten die viel aus? Ich glaube nicht, ne? Schade, schade. Dann nehme ich das noch entgegen. Hallo?
Ich darf das nicht entgegennehmen. Na dann. Ja, jetzt habe ich es für nicht eingesetzt. Ich kam eine Sekunde zu spät. Ah, jetzt kommt noch die Mutter aller oder so. Ey. Das geht gar nicht klar. Yo. Was bist denn du für eine Nudel? Man kommt gar nicht an dich ran, So. So, einfach drauf mit dir, Nö. Jetzt bekommst du an dich auf die Fresse, meine Dame. Geh mir nicht auf den Sender. Wir haben sie sowieso bald besiegt. Danke, wunderschön durch den Kopf, Arigato. Daijoubu? Kega wa nai? Hai. Kimi wa... Ne, anata, masaka hitori de kono field no quest wo ukete tano? Quest ja nai desu ga, hitori de sansaku shite itara, mayotchatte, monster ni dekuwashite. Sore wa kiken yo. Kono field wa kaifou sareta bakari de, michi no monster ga shitsugen suru shi ne. Hai. もしよければ町まで一緒に行動させてもらってもいいですか？え、もちろん。お兄ちゃん。いや、君は見たところレプラコーンだな。あ、はい。基本戦いには不向きな種族のレプラコーンが一人で冒険をするなんてのはあまり聞かない話だ。 確かに普通はアタッカーやディフェンダーと同行することが多いわよね。はい。でも君のその履いている靴ってかなりレアな装備じゃないか。え、それはレプラコーン専用の特殊な装備だ。ソロの初心者が入手できる代物じゃない。キリト君。Ich hoffe, da kommt bald wieder Text. Also im Moment ist der Text völlig im Arsch. Da wir ja keine Japaner unter uns sicherlich haben, werde ich da mal vorspulen. Tut mir jetzt leid, aber nö. Sehe ich jetzt nicht ein. Wenn da kein Text mehr mit einprogrammiert wurde, nö. Licht und Dunkelheit. お兄ちゃん、テレビ見て。七色って子だよ。ああ、知ってる。こんなテレビ番組で特集を組まれるなんて。やっ。それでは本日は日本でも大人気、突然の来日で話題沸騰中の七色博士にお話を伺いましょう。博士はコンピューター科学の研究をされており、同時に エールオーという日本初のネットワークゲームの中でセブンというキャラクターとして歌手活動をされています。私は研究者でもあり、歌い手でもあり、それはどちらも表現者という意味では変わらないの。どちらも本当の私。応援してくれる人がいるのはとっても嬉しいわ。一時期 VRMMO は SAO 事件として有名になりました。 それについてはどのように？茅場明彦は確かに人道に外れた行為をした。でも、技術に罪はないと思う。彼が作り出した世界がどれほどのものかを知るために、私は ALO にログインしたわ。セブンの歌は共存や平和を提唱する歌が多いと聞いていますが、
その ALO は種族同士の闘争が一つのゲーム性になっているの。でもネットワーク社会にあるべき姿は一体どこにあるのか。競争と共存、それは資本主義と社会主義のようにどちらも正しさがあって決して割り切れないものでしょ。ネットワーク社会の未来を知るためにもプレイヤーの人たちの反応を、声を聞かせてほしいと思ったの。12歳とはとても思えない、なんとも大人びた言葉ですね。未だ世間からは冷たい言葉を浴びせられる VRMMO というカルチャーですが、平和や共存を提唱するあなたの姿を見て、 SAO と ALO、 カヤバーキッコとあなたをまさにネットワークの光と闇と揶揄する人もいるようですね。私の歌で VRMMO を少しでも認めてくれる人がいるならそれは嬉しいな。この子のおかげでVRMMO や ALO の印象が良くなってるのは確かなのかもしれないね。プロパガンダってやつか。プレイヤーの俺たちからするとありがたい存在だとは思うけど、こんな小さな子にそれを負わせるのもどうかと思うな。でもこの子の場合、むしろ自分から挑戦してる感じがするよ。本人が前向きなら別にそれでいいんだけどな。やっぱり一度直接話してみたいな。にしてもカヤバと対局、光と闇か。って話なの。だからこれからレインって子が来たらみんな仲良くしてね。キリトよ、相変わらずの女の子プレイヤーホイホイだな。おい、は？なんだそれ、意味がわからないぞ。ね、そのレインちゃんは今どこにいるんだよ。仲間になったんじゃねえのか。いや知らないな。別についてきてもいいと言っただけでフレンド登録をしたわけじゃないんだよ。くぅ、お前そろそろ一人くらい譲れよな。クラインってさ、セブンのクラスタになったんじゃなかったのか。それはそれ、これはこれだよ。でもなんか腑に落ちないわその子。うん、私たちのパーソナルデータを裏サイトで手に入れたって言ってたけど、あれは絶対に嘘だと思う。え、そうなの？はい、ママの言う通りだと思います。レクトの運営はその辺のセキュリティ管理もしっかりしていますから、仮にクラインさんがいかがわしいサイトで変なウイルスに引っかかってフレンドの情報を流出させたとしても、即時に検索を発見しその情報の出所に注意勧告した上で抹消させることが可能です。なんだよその例えは。というか ALO に俺たちが登録したパーソナルデータには SAO プレイヤーだったって情報はないだろう。なくても SAO から引き継ぎされたアバターはおおよそ異常なほどにやり込まれたプレイヤーデータだろ。直接語らずとも察しはつくとは思う。いや、今そういうことが言いたいわけじゃ。まあそれくらい今の VRMMO のセキュリティは優秀ってことなんだよ。じゃあそのレインって子はどうやって俺たちの情報を掴んだんだ。わからない。まあでも大丈夫だろ。おいおい、なんだか適当だな。あいつ悪人には見えなかったからな。どこかで会ったらみんなにも紹介するよ。おお、キリト君絶対だぞ。男と男の約束だからな。Oh man, dafür haben wir jetzt was Neues. Wir können wieder mal in der nächsten Folge ein wenig quatschen mit den Leuten oder so. Nicht mit vielen, wie ich gerade sehe, aber egal. Na, was haltet ihr von den kleinen Geschichten, die es teilweise gibt? Tut mir wie gesagt leid, wenn ich teilweise die japanischen Sprachen abhacke, aber es tut ja nichts zur Sache, dass ihr trotzdem lesen müsst. Zumindest, wenn ihr keine Japaner seid. Für die Japaner wäre es jetzt schlecht, ne? Aber ja, manchmal passt es auch, manchmal nicht.
je nachdem, was für ein Satz kommt, ne? Also von daher, jo, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns wieder, wenn es denn wieder heißt, Sword Art Online Lost Song, Freunde. Tschüss.